Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Eugen, ich bin der Kopf hinter Root Atelier. Willkommen bei dieser neuen Kollektionsvorstellung. Etwas ungewohnte Perspektive, ich weiß, für ein Kollektionsvorstellungsvideo, aber das Video gab es bereits. Na, vor einem Jahr gab es nämlich schon den Release der Race-Kollektion und ihr habt wahrscheinlich alle mitbekommen, was da abgegangen ist. Für die, die es nicht gesehen haben, schaut gerne die letzten Videos an, beziehungsweise auch den Stream. Der ist komplett live, ihr könnt auch wirklich kompletten Einblick bekommen, was denn so alles vorgefallen ist. Wir wollen jetzt aber uns kurz mal um eine erfreuliche Sache kümmern, und zwar ist es endlich soweit. Am Sonntag 11 Uhr kommt die Race 7 live. Wir hatten ja schon zwischendurch einen kleinen Drop bereits gehabt, und zwar das 964T und der 964 Hoodie wurden schon zwischendurch gedroppt. Das konnte ich irgendwie gedribbelt bekommen mit der Produktion, denn die Hauptkollektion, also wirklich die allererste Version, die ist nach wie vor festgehalten. Die gibt man nicht frei und mir blieb nichts anderes übrig, um sie einfach neu zu produzieren. Liegt auch ein Stück weit daran, dass ich den Produzenten voll bezahlen muss, weil er hat geliefert. Ich konnte die Rechnung nur stückweise abstottern, weil sie war natürlich relativ groß und so viel Gewinn erwirtschafte ich nicht, dass ich jetzt einfach so aus der Kalten einfach mal so die bezahlen kann, ohne eine Kollektion im Endeffekt in den Verkauf zu geben. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also, das wird für mich eine komplette Nullnummer, vielleicht sogar noch ein bisschen was drauf zu zahlen, denn sie ist etwas kleiner als der Ursprung. Bedeutet, wir haben weniger Hoodies, beziehungsweise ist nur exakt ein Hoodie dabei und vier T-Shirts. Liegt auch, wie gesagt, ein Hoodie und ein T-Shirt waren bereits released und das sind jetzt die unveröffentlichten Designs, die aber jetzt komplett neu produziert worden sind. Na, die sind auf der neuesten Stufe der Qualität von Root, das heißt, es ist wirklich top-notch. Schnitte sind exakt die gleichen, die ihr jetzt schon gewohnt seid. 260 GSM T-Shirts, Carbonize, 100% Baumwolle, Hoodies, 550 GSM. Wirklich 100% Baumwolle, wirklich das ist das, was ihr jetzt aktuell von Root im Endeffekt gewohnt seid und kennt. Und auch der Hinweis, dass ihr bei derselben Größe bleiben könnt. Also ich bin 1,85, 73, 74 Kilogramm aktuell und habe immer eine Size Large. Kann zum Beispiel bei den T-Shirts, wenn ich es ein bisschen slimmer mag, auch auf jeden Fall runtergehen. Die Produkte sind bei uns heute angekommen, das heißt, sie werden gerade eingelagert. Ich hoffe, dass wir es noch bis zum Feierabend schaffen, aber die werden dann spätestens dann Montag ready sein. Und das heißt, Montag, Dienstag geht bereits der Versand los. Dieses Mal wirklich aus dem eigenen Lager und da passiert nichts mehr. Also da wird nichts mehr passieren und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Die Teile sind unglaublich nice geworden. Ihr habt die Bilder gesehen, ihr kennt die Kollektion. Sie ist halt schon wirklich sehr, sehr lange am Start und es wurde ständig nachgefragt und ich konnte es endlich irgendwie hinbekommen, dass ich sie zum Teil finanzieren konnte. Von den Stückzahlen muss ich euch sagen, es ist auf jeden Fall von der Menge weniger als am Anfang. Aber es ist exakt die Menge, die wir nach dem Release, nach den ersten Wochen verkauft hatten. Also es sollte eigentlich keiner leer gehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue, dass es endlich soweit ist. Es fällt mir wirklich eine Last von Schultern, denn diese Kollektion, diese Racing-Kollektion, hat man als Druckmittel die ganze Zeit benutzt, um im Endeffekt seine Forderungen durchzubekommen. Und ich bin da zum Glück dort nicht weich geworden, das werden wir auch nicht. Ich werde bis zum Schluss kämpfen für Root. Und das ist der erste Stepper, um sich da zu befreien. Und ich weiß, dass das die Jungs auf jeden Fall nerven wird, weil der Plan nicht aufgegangen ist. Aber die Root Gang ist stärker. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den Pieces. Wenn da was dabei ist, natürlich für euch. Und ja, ich freue mich für jeden Einzelnen, der sich wirklich was zieht. Die Kollektion ist nach wie vor unglaublich schön. Es ist eine spezielle Root-Kategorie und da wird in Zukunft noch einiges mehr kommen. Und sogar sehr, sehr, sehr bald. Mehr gibt es gar nicht dazu zu sagen. Okay, wie gesagt, kurzer Hinweis nochmal. Das Video ist zurechtgeschnitten von mir von dem letzten Jahr, von der Hauptkollektion. Aber ich wollte es unbedingt so haben, um einfach damit abschließen zu können. Deswegen kann es passieren, dass dazwischendurch Produkte hängen, die nicht mehr released werden. Beziehungsweise es vielleicht im Satzlauf ein bisschen weird klingt. Aber für die, die nicht wissen, was denn so alles kommt, da könnt ihr es nochmal nachschauen. Und ja, ich würde sagen, let's go. Moin Leute, mein Name ist Eugen, ich bin der Kopf hinter Root. Willkommen bei diesem neuen Kollektionsvorstellungsvideo. Durch den Titel wisst ihr natürlich, was wir uns hier gleich anschauen werden. Und das ist ein absolutes Herzensprojekt und ist jetzt mittlerweile in der siebten Generation am Start. Bevor wir uns die ganzen Details angucken, kurz nochmal für die, die vielleicht erst später dazugestoßen sind.
warum oder was ist die Racing-Kollektion? Kurz erklärt, ich bin ein Autotyp und komme so ein bisschen aus dieser Szene und daher waren ja Racing bzw. Automotive schon immer Bestandteil von Root. Wichtig auch zu wissen, die Kollektion richtet sich eigentlich wirklich komplett an die OGs von Root, denn sie ist von den ja, Motiven sehr, sehr laut und es kann sein, dass der eine oder andere von euch sagt, so, die ist gar nichts für mich, was überhaupt nicht schlimm ist. Okay, wir gehen gleich alle Pieces einzeln durch. Ich erkläre euch was dazu, ich zeige euch nochmal die Schnitte etc., die ganzen Änderungen. Also wir haben hier 100% Baumwolle. Ich bin extrem, extrem begeistert, wie die ganzen Sachen rausgekommen sind und das werdet ihr auf jeden Fall auch, wenn ihr sie in den Händen haltet. Dazu kommt, dass wir hier zum ersten Mal den neuen Schnitt einführen. Ich werde dann im Detail euch noch das Ganze so ein bisschen zeigen. Das heißt, Hoodie und T-Shirt sind eine Weiterentwicklung. Ihr könnt euch aber grundsätzlich an eurer Größe orientieren. Ich als Beispiel bin 1,85, aktuell so 73 Kilogramm. Ja, ich habe wieder ein paar Kilos verloren, liegt einfach am Stress zurzeit, bleib aber trotzdem bei einer Large. Wir starten diesmal auch wieder bei der XS und gehen weiterhin bis zur 2XL hoch. Das heißt, wir haben wieder die XS im Programm und ich denke mal, dadurch werden wir auf jeden Fall für jeden was dabei haben. Okay, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Kommen wir zu den einzelnen Pieces. Die ganzen Motive bauen natürlich für die OGs auf den Originalkollektionen auf. Okay. Ich würde mal sagen, ich starte direkt bei den ersten Pieces, zeige euch einzeln die ganzen Teile und dann ziehe ich auch mal was an, dass ihr ungefähr den Schnitt an mir sehen könnt. Das T-Shirt. Man muss dazu sagen, alle Details, die ich euch an dem Produkt jetzt gezeigt habe, ziehen sich natürlich durch die komplette Kollektion durch. Also das T-Shirt ist natürlich im gleichen Schnitt wie die restlichen, genauso der Hoodie. Also, Dino, passendes T-Shirt dazu, neuer Schnitt, Halsausschnitt überarbeitet, ein bisschen enger das Ganze geworden, weiter angepasst, den Winkel der Ärmel korrigiert und ich glaube, den gravierendsten Cut merkt man auf jeden Fall in der Länge. Also wir sind hier ein bisschen kürzer geworden, wir sind nicht in cropped. Man kann einen gecroppten Look erreichen, indem man halt einfach nochmal downsized oder wenn man sagt, ey, ich möchte es deutlich länger haben, dann muss man einfach ein bisschen höher gehen. Grundsätzlich solltet ihr aber auf jeden Fall bei eurer Größe bleiben. Auch auf der Brust. Das Ganze quasi mit einem Siebdruck und auf dem Backprint ein sehr, sehr, sehr nicer, aufwendiger Puffprint mit Screenprint. Passendes T-Shirt dazu, cleaner Look vorne, lauter Look hinten. Ich komme auch ein bisschen näher, dass ihr das auch quasi nochmal seht. So, so schön rausgekommen, die Prints. Ich bin begeistert. Wir haben ja auch das Ganze jetzt bei unserer Produktion komplett finalisieren lassen. Vorher hatten wir in der Corona-Zeit die T-Shirts hier in Deutschland geprintet. Ihr kennt ja die Situation, die wir letzten Jahre alle hatten. Und auch die Druckereien, also Siebdruckereien in Deutschland, hatten auf jeden Fall durch Wegfall von Festivals etc. extreme Probleme, ja, am Leben zu bleiben. Und da wollte ich natürlich auch einen Beitrag dazu leisten und habe quasi alle meine Racing-Prints in Deutschland machen lassen. Aktuell sind sie wieder komplett am Rocken und brauchen das nicht mehr. Deswegen konnte ich wieder die Pieces komplett fertig machen, was auch für mich vom Aufwand deutlich, deutlich nicer war. Aber es hat sich auf jeden Fall ja, gelohnt. Passend dazu das Tee. So sieht es von vorne aus. Und so der ganze Hase von hinten. Ich habe hier einen Mund und ich wundere, warum ich immer hier rüber schaue, denn ich muss immer gucken, ob der Fokus funktioniert, denn ich bin hier gerade alleine. Letzter Hoodie, gleiche Effekte wie bei dem davor, mit einem Verlauf, vorne weiß, das Ganze gelassen und auf der Rückseite haben wir auch einen alten Bekannten. Für die, die das Design auch verpasst haben, hier auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu ziehen. Der Verlauf wieder hier in die Schrift übergeht. Ich hoffe, dass man es so ein bisschen mitbekommt. Ja, einfach, einfach gestört. Passend dazu dann das Shirt. Und so sieht das Ganze auf der Rückseite aus.